kommunistische Organisation. Podcast. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast der kommunistischen Organisation. Wir werden heute über den Befreiungskampf in Palästina reden. Es ist ja schon ein bisschen her, dass wir den letzten Podcast zu diesem Thema gemacht haben. Und angesichts der aktuellen Lage haben wir beschlossen, das Ganze nochmal auf die Tagesordnung zu setzen. Wir sind heute zu dritt. Bei mir sind Clara und Rassan. Hallo. Hallo. Und ich bin Noel. Und ich denke, wir legen direkt los. Was ist passiert? Am 26. Januar massakriert ein israelisches Spezialkommando in der Stadt Jenin in der Westbank 10 Palästinenser. Am Tag darauf kam es zu einer Vergeltungsaktion durch einen jungen Palästinenser, bei der 7 israelische Siedler getötet wurden. In den Tagen und Nächten danach kam es zu zahlreichen Angriffen auf Siedlungen und auf Checkpoints der israelischen Armee und aus Gaza feuerte der palästinensische Widerstand Raketen auf Israel. Außerdem kam es zu Streiks und Gefängnisrevolten. Die Kämpfe dauern bis heute an. Täglich gibt es Hit-and-Run-Aktionen des Widerstands. Israel reagierte wie üblich mit Massenverhaftungen gegen Angehörige von Widerstandskämpfern, Häuserzerstörung, Verhaftung und Erschießung von Widerstandskämpfern, Bomben auf Gaza, Gewalt gegen Proteste und Streiks. Außerdem kam es zu Attentaten durch Siedler gegen palästinensische Zivilisten, gegen Häuser, Autos und Olivenhaine. Und die israelische Regierung leitete Gesetzesveränderungen ein. Unter anderem soll die Sippenhaft gegen Palästinenser verschärft werden und Israelis sollen leichter an Waffenscheine kommen. Nach neuester Zählung hat das Jahr 2023 bereits 43 tote Palästinenser zu verzeichnen. Die Gewalt von Israel hält natürlich an, aber auch der Widerstand hängt an. Und genau, ich denke, es ist wichtig, dass wir da jetzt mal drüber reden, wie das eigentlich einzuschätzen ist. Ich würde vielleicht mal eine These schon mal in den Raum stellen, die wir ja auch in einer Stellungnahme kürzlich veröffentlicht haben. Und zwar ist diese Eskalation, wie das ja genannt wird, auch in den Medien vor allem so genannt wird, Teil einer Intifada, die eigentlich seit Sommer 2021 läuft und eine neue Qualität des Widerstands erreicht hat. Ich würde die These mal in den Raum stellen und vielleicht eine von euch beiden schon mal direkt was dazu sagen. Also ich denke, das ist ja wohl auf der Hand liegend, dass jetzt wir es spätestens seit Ende 2021 mit einer Intifada zu tun haben, die natürlich auch totgeschwiegen wird oder so gut wie möglich in den hiesigen Medien nicht als solches bezeichnet werden soll, weil man genau das nicht haben will. Man will nicht eine dritte Intifada haben und vor lauter Angst vor ihr denkt man, wenn man sie nicht so nennt, dann ist es ja auch keine Intifada. Aber ich denke schon, dass wir durchaus davon reden können und auch von einer Intifada, einem Aufstand, der sehr lange durchgehalten wird. Vielleicht hat es auch was damit zu tun und damit möchte ich ein bisschen die Perspektive auch öffnen auf größere Fragen, die wir auch in Zukunft genauer behandeln müssen. Und damit meine ich jetzt nicht nur wir in der KO, sondern allgemein alle, die sich mit Palästina auseinandersetzen und mit der Situation dort. Nämlich, dass die Besatzung Palästinas an einen Punkt angelangt ist, also der Siedlerkolonialismus, an dem es eigentlich kaum noch die Möglichkeit eines Aufrechterhaltens des Status quo gibt. Und man sieht es ein bisschen daran, wie die Besatzungsregierung, die jetzt aufgestellt wurde und immer wieder durch diese inszenierten Neuwahlen und nochmal Neuwahlen
immer stärker sozusagen reaktionäre Formen angenommen hat, bis wir es jetzt mit einer Regierung, die, ich meine, man kann jetzt Netanyahu sehen, wie man will, aber auf jeden Fall mindestens mit Beteiligung faschistischer Kräfte, die auch offiziell als faschistisch anerkannt sind oder als solche bezeichnet werden. Und auch Verbrechern sozusagen, die offen mit Terroristen zusammengearbeitet haben, wie Itamar Ben-Gvir und andere, eine Regierung stellt, also diese Besatzungsmacht sozusagen ihr wahrstes Gesicht oder ihr Innerstes nach außen kehrt und es auch gar nicht anders möglich ist und all diese Illusionen, die drumherum gebaut wurden und wie das gekleistert wurde mit Demokratievorstellungen und so weiter und so fort, alles zusammenbröckelt. Auf der anderen Seite, alles, was mit Oslo zu tun hatte, alles, was mit dieser Illusion, man könne irgendwie mit der Besatzungsmacht Frieden machen und so, dass das alles auch zusammengefallen ist und die Autonomiebehörde einfach überhaupt kein Vertrauen mehr genießt innerhalb der palästinensischen Bevölkerung, sei es in Palästina oder außerhalb Palästinas. Was auch wichtig ist natürlich, dass man jetzt nicht nur mit dem Finger auf die PA zeigt, aber man muss natürlich sagen, dass das alles Dinge sind, die passiert sind in den letzten Jahren, die dazu führen, dass der Widerstand sozusagen eigentlich gar keine, es gibt gar keine andere Möglichkeit, als so weiterzumachen, weil auch die Besatzungsmacht auch nicht anders kann, als jetzt einfach mal Schluss zu machen mit einer Fassade und mit einer Farce und viel mehr in die Offensiven zu gehen, auch sei es mit Häuserräumungen, mit allen möglichen Arten von Repressionen und auch rhetorisch sozusagen in die Offensive zu gehen. Also das sehen wir und ich glaube, ein Aspekt, den wir vielleicht auch in der Diskussion berücksichtigen sollten, ist, dass das, also eine positive Seite, die das Ganze ja auch hat, ist, dass der Widerstand sich stark vereinigt und das auch immer sehr viel expliziter artikuliert wird innerhalb des Widerstandes, wie wichtig das ist, dass es passiert. Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Ich finde auch die Frage, die man sich jetzt stellen muss, vielleicht ist ob das nicht auch einen Zusammenhang hat mit diesen Normalisierungsbestrebungen Israels mit den Nachbarländern, mit den arabischen Ländern, also vor allen Dingen den Golfstaaten natürlich. Ja, ich finde, witzigerweise hat gerade die WM gezeigt, dass die Solidarität unter den arabischen Nationen, den Bevölkern, mit den Palästinensern eigentlich ungebrochen ist. Also von Marokko bis nach Irak, ob die Solidarität mit den Palästinensern hat, es war nie vorbei. Also jetzt nur, weil da die israelische Regierung und auf, sag ich mal, Druck der USA hin oder mit gemeinsam in einer Strategie mit den USA, darüber könnten wir auch mal diskutieren, da Normalisierungsbeschreibungen über die palästinensische Autonomiebehörde oder auch generell über die Palästinenser hinweg anzustreben. Das zeigt ja eigentlich, dass für die Israelis dieser Konflikt weggeschwiegen, ignoriert wird. Es geht gar nicht mehr darum, ob es da eine Zwei-Staaten-Lösung gibt oder irgendwas in die Richtung auch nur diskutiert wird. Hier geht es eher darum, naja, wie können wir jetzt im Windschatten internationaler Konflikte möglichst unser Problem mit den Palästinensern einfach mal vor vollendete Tatsachen stellen. Also Abraham-Abkommen, also diese Normalisierungsbestrebungen, die sind ein Schritt. Aber ich finde, jetzt in den letzten Jahren hat sich natürlich die Instabilität eigentlich der israelischen Regierung gezeigt. 4 Wahlen innerhalb von 3 oder 4 Jahren auch wieder. Also wo man ständig quasi das Gesicht der Besatzung immer wieder anpassen musste, jetzt hin mehr zu mehr Eskalation aus meiner Sicht. Und ich finde, der Moment passt. Also Sommer 2021 in etwa hat ab da mit dem Aufkommen von neuen Widerstandsgruppen, vor allen Dingen aus der Jugend in Palästina, hat gezeigt, dass jetzt auf jeden Fall
neue Intifada eigentlich die ganze Zeit schon am Laufen ist und darüber wird nicht gesprochen. Ja, vielleicht, Clara, du hast einige Punkte jetzt aufgemacht. Vielleicht versuchen wir die mal so nacheinander mal ein bisschen abzuarbeiten, auch wenn die natürlich alle zusammenhängen. Ich habe tatsächlich nochmal darüber nachgedacht, was eigentlich dieser Faschisierungsprozess in Israel, was der eigentlich bedeutet. Weil, wenn man jetzt auch so ein Diktum von Aimé Césaire aufgreift, dann ist der eigentlich der Faschismus die Anwendung des Kolonialismus oder kolonialer Praxis auf Europa gewesen. Und nun ist es ja so, dass wir es in Palästina aber eben mit einem Kolonialprojekt namens Israel zu tun haben. Das heißt, dieses Projekt war an sich ja schon immer faschistoid. Es hatte immer eine faschistische Seite. Und nun war es ja auch so, dass gerade der sogenannte Linkszionismus, also die Arbeitspartei von Ben-Gurion, die Nakba vorangetrieben hat, federführend, und auch die ersten Kriege, die Israel eigentlich alle geführt hat, 48er Krieg, die Suez-Aggression gegen Ägypten, der sogenannte Sechstagekrieg, das ging ja alles auf ihre Kosten. Und das heißt auch die ethnische Säuberung der Palästinenser, der Terror, die Unterdrückung der Palästinenser in den 48er Gebieten, also auf dem Staatsgebiet von Israel. Damit hatten die Linkszionisten alle gar kein Problem. Und innenpolitisch ist es ja so, dass der Rechtszionismus, vom Likud und dann auch der zionistische Faschismus oder faschistische Zionismus eigentlich so, ja, vor allem darüber aufgestiegen ist, dass er sich unter den arabischen Juden in Israel, der arabisch-jüdischen Israelis, eine Basis geschaffen hat, weil die eben stark in Opposition zu diesem sehr europäisch-weißen, sich linksgebenden, aber de facto total rassistischen Zionismus geschaffen hat. Und mittlerweile sehen wir, dass der Linkszionismus völlig überholt ist. Also in der Knesset gibt es kaum noch irgendwelche sich als links verstehenden zionistischen Parteien. Die sind jetzt alle nacheinander rausgeflogen und versinken einfach in der Bedeutungslosigkeit. Sie haben natürlich historisch auch ihre Rolle, würde ich sagen, auf verschiedene Weise eigentlich erfüllt. Nämlich, dass sie in der Anfangszeit Israels ein Kollektiv schaffen mussten, dass sie auch der Arbeiterbewegung das Wasser haben abgraben sollen. Und im Kalten Krieg natürlich sowieso auch die Sozialdemokratie ja grundsätzlich ein Bollwerk, ein ideologisches Bollwerk gegen den Kommunismus war. Aber das sind ja alles eher innenpolitische Entwicklungen. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, wie eigentlich so die Dialektik zwischen dem Widerstand und dieser Rechtsentwicklung oder Faschisierung Israels genau aussieht. Du hast es ja vorhin auch, Clara, schon so ein bisschen angedeutet. Bröckelt die demokratische Fassade. Und ich habe mich ein bisschen gefragt, ist das eigentlich notwendigerweise so? Ist das so, haben wir das in Algerien nicht eigentlich auch gesehen, dass sozusagen im algerischen Befreiungskrieg da dieses weiße Kolonialregime, dieses Siedlerregime immer offener faschistische Züge angenommen hat? Oder könnte es auch eigentlich ein Zurückgeben zum Linkszionismus und wieder mehr Richtung Zwei-Staaten-Lösung vorgaukeln, mehr auf Ausgleich gehen? Also das scheint mir doch gar nicht vorstellbar. Sagen wir es mal so. Ne? Also ich weiß nicht, Rassan, wie du das siehst, aber ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, dass es in irgendeiner Weise ein Zurückgeben kann. Weder zu einer Art, genau diese Fassade wieder irgendwie aufzubauen und schön zu machen, noch
noch was Oslo angeht. Also das beides hängt ja eng miteinander zusammen. Wenn man von Oslo geredet hat, dann muss ja auch auf der anderen Seite jemand sein, mit dem man ja irgendwie Hände schütteln kann. Ja? Und ich meine doch, dass auch innerhalb des Widerstandes viele natürlich von Anfang an nicht an dieses Abkommen geglaubt haben, aber immerhin eine Verschnaufpause sich gewünscht haben von den ganzen Problemen und Sackgassen, in die der Widerstand eben geraten war. Jetzt ist es aber ja nun so, dass zunächst einmal völlig unvorstellbar ist, wie diese Gesellschaft in Anführungsstrichen, also ich finde es schwierig, von Israel als eine Gesellschaft zu reden, weil ich meine, letztendlich ist das eine Besatzungsmannschaft, was eben verschiedene Teile hat. Und natürlich auf dem ersten Blick, wenn man so ganz ignorant ist und nicht sehen will, was das für ein Camp ist sozusagen, in dem die Besatzungssoldaten und das Besatzungspersonal agiert. Und dazu gehören alle Abteilungen der sogenannten israelischen Gesellschaft. Dann weiß ich nicht, wie man sich vorstellen soll, dass dieses Personal, nenne ich es jetzt mal, sich zurück irgendwohin entwickeln soll in Zeiten, in denen Teile selbst von Illusionen ja getragen wurden oder von falschen Vorstellungen oder auch von Unwissenheit und so, ne? Mittlerweile, glaube ich, ist es doch überhaupt kein Geheimnis, dass die allergrößte Mehrheit der Menschen, die dort mit israelischem Pass rumlaufen, also mit einem Besatzungspass rumlaufen, ich zähle natürlich nicht die 48er Palästinenser dazu, ist ja klar, die 20% dieser Gesellschaft ausmachen, völlig rechtsverhetzt sind und offen rassistisch sind und dazu stehen, dass sie das sind. Das heißt, und dafür sind, dass man das endlich löst mit der Palästinenserfrage. Und warum das nicht möglich ist, das zurückzubringen, ist, auf der anderen Seite gibt es die einheimische palästinensische Bevölkerung, die nicht kleiner, sondern größer geworden ist, sowohl im Land als auch im drumherum, ich sag mal in den ganzen Flüchtlingscamps und in der Diaspora. Und sich das Recht claimt sozusagen auf das eigene Land und die eigene Heimat. Und das weiß ich nicht, in welcher Weise das zurückzudrehen sein soll, diese Situation. Ja, also ich glaube auch nicht, dass es einen zurückgeben wird, sowas zu diskutieren, ob man eine Zwei-Staaten-Lösung hinbekäme oder ob das überhaupt irgendeine israelische Regierung noch fordern könnte. Also ich glaube, jede Partei in Israel, die das fordern würde, wir müssen wieder mehr mit den Palästinensern in Verhandlungen treten und sowas wie eine Zwei-Staaten-Lösung, die würde keine Stimme bekommen. Also selbst hast du es ja schon gesagt, Noel. Also es gibt keine linkszionistischen Parteien mehr, die tatsächlich im Knesset noch vertreten sind. Das ist so die eine Sache. Die andere Sache ist natürlich, dass das auch nie das Ziel war. Also es war nie das Ziel, irgendwie eine Zwei-Staaten-Lösung hinzubekommen. Es war mehr das Ziel, da erstmal ein bisschen Ruhe zu bekommen. Mittlerweile sind eigentlich, ja, ich sag mal, etliche Generationen auch durch das Militär und auch durch diese, ja, durch den, ich sag mal, Rechtsideologisierungsprozess in der israelischen Gesellschaft durchgelaufen, sodass selbst, kannst du jetzt umfragen, eigentlich in der israelischen, in den Besatzungsgebieten 48 machen und die Leute mal fragen, ja, wie halten sie es denn mit den Palästinensern? Also gibt es da eine Lösung? Was ist denn ihr Vorschlag? Da wird ganz offen davon gesprochen, ach, was für ein Vorschlag denn? Wenn sie aufmucken, dann muss man halt eine Bombe draufwerfen. Also so Sachen, so Aussagen kann man in zahlreichen Interviews mittlerweile mitbekommen. Das ist krass. Also es wird da auch nicht mehr von Palästinensern gesprochen, da wird von den Arabern gesprochen, die können ja woanders hin, die können ja in ihre anderen Länder dahin gehen, was haben die da zu suchen? Also aus meiner Sicht ist auf lange Sicht oder vielleicht sogar kürzere Sicht geplant, eher so eine Art Groß-Israel wieder aufzubauen, mit wieder in Klammern, gab es so ja auch nicht, aber die Vorstellung ist da und jetzt braucht man auch das viel radikalere Gesicht. Mit Ben-Gvir hat man auch eine Person, die sich traut,
ähnlich wie andere Politiker auf der Welt einfach mal ja, die Dinge auszusprechen, so ekelhaft oder so verpönt sie vorher waren, der schämt sich hier gar nichts mehr. Und das ist auch, ja, die israelische Gesellschaft hat solche Personen auch bewusst gewählt. Es ist jetzt nicht so, dass unbekannt ist, welcher Schlagrichtung dieser Mann gehört. Also, dass er Faschist ist und dass seine Partei faschistisch oder faschistoid ist, das steht außer Frage. Und deswegen, es wird kein Zurück geben. Und vielleicht kurz nochmal zum Widerstand. Also, für die Palästinenser war das ja bisher so ein metastabiler Zustand, sage ich mal, wo die ganze Zeit die Frage war, naja, was ist eigentlich mit uns? Was machen wir jetzt eigentlich? Und jetzt ist ja eine Jugend ohne Perspektive in den palästinensischen Gebieten, in den meisten Fällen auch in den Flüchtlingscamps quasi, teilweise sehr gut auch ausgebildet. Viele gehen an die Universität studieren, aber es gibt keine Arbeit, keine Perspektive, nicht mal die Möglichkeit, irgendwie ins Ausland zu gehen. Viele wollen gar nicht ins Ausland, viele wollen auch zu Hause zurück, auch von außen wieder nach Hause zurück. Ja, und die einzige Lösung ist da Widerstand. Also, und deswegen auch, dass es jetzt kommt, ist eigentlich nicht überraschend. Ja, ich wollte auch eigentlich vor allem, wie gesagt, diese Seite nochmal mehr betonen, dass ich glaube, dass dieser Faschisierungsprozess eine notwendige Antwort eigentlich auch auf die Zunahme und Heftigkeit des palästinensischen Widerstands ist. Also nicht unbedingt ungebrochen, sich stetig steigernd, aber wenn man so zurückblickt, eigentlich, dass seit der zweiten Intifada ja dieser Rechtstrend ziemlich ungebrochen ist. Und ich da schon sehr stark den Zusammenhang eigentlich sehe, dass sozusagen Oslo beerdigt wurde von einem Teil des Widerstands, beziehungsweise dass die Einsicht einfach besonders sich aufgedrängt hat, dass es unmöglich ist, dieses Zwei-Staaten-Ding. Und damit verbunden der Widerstand ja auch an militärischer Heftigkeit gewonnen hat. Zweite Intifada war ja einfach sehr viel stärker militarisiert als die erste Intifada. Und die dritte Intifada, die wir gerade sehen, hat ja da eben nochmal eine ganz neue Qualität jetzt angenommen. Und ich denke, dass dass da einfach nur die rechten und faschistischen Kräfte in Israel die einzigen sind, die aus zionistischer Sicht eigentlich adäquat darauf reagieren können. Einerseits. Andererseits, ich mir aber auch vorstellen kann, dass es damit zusammenhängt, dass, also es verlassen ja viele Leute Israel seit Jahren. Ich kann mir vorstellen, dass ja seit vielen Jahren Israelis Israel verlassen. Und vor allem sind es ja auch linke Israelis oder welche, die zumindest irgendeine Kritik an dem Umgang Israels mit den Palästinensern in den letzten Jahren haben. Und das heißt sozusagen, es bleiben ja nur noch die völlig verhetzten, durchgeknallten dort, die denken, das ist das ihnen von Gott gegebene Land, ne? Die hardcore-zionistischen Siedler und die Rechtsradikalen, die halt irgendwie auf eine Endlösung hindrängen. Und genau, also dass da einfach notwendigerweise Israel einfach immer stärker nach rechts rücken muss. Und das meine ich gar nicht im Sinne von, wie das dann von irgendwelchen Bürgerlichen oder Teilen auch der Linken gemacht wird, im Sinne von, naja, die Hamas ist sozusagen, ne, eigentlich so das der extremistische Gegenpart zum Likud und die bestärken sich gegenseitig, sondern im Gegenteil einfach der Siedlerkolonialismus drängt zum Faschismus hin, in Auseinandersetzung mit der indigenen Bevölkerung. Aber vielleicht ist es auch gar nicht so eine Kontroverse hier in dieser Runde. Und ich fände es eigentlich auch cool, wenn wir nochmal genau auf den Widerstand selber zu sprechen kämen. Ich hatte ja schon auch gerade gesagt, ich denke, dass es eine nochmal ganz neue Qualität hat. Also, dass da gerade in der Westbank sich jetzt die Bevölkerung bewaffnet und die Waffen gegen
die israelischen Truppen und auch die Siedler einsetzt. Ich denke, das hat sozusagen zwei verschiedene Ebenen auch nochmal. Also einerseits, dass dieses Gewaltmonopol der PA gebrochen wird und sozusagen auch das Gewaltmonopol der Widerstandsorganisationen, also der Brigaden der jeweiligen Parteien. Und dass jetzt sozusagen neue Organisationen entstehen aus ganz normalen Leuten oder organisationsübergreifend. Das ist das eine. Und das andere ist, dass diese verstärkten Angriffe auf Siedler jetzt ja auch eine neue Qualität darstellen tatsächlich. Also das gab es ja, würde ich sagen, in den letzten Jahren, ja zumindest ja auch Jahrzehnten, glaube ich, in denen ich das jetzt auch mitbeobachte zum Teil, soweit ich weiß nicht, zumindest nicht in diesem Ausmaß. Also wenn ich zurückblicke, waren es ja eher dann die Operation der PFLP vielleicht in den 70er Jahren, wo dann zivile Flugzeuge mal entführt wurden, aber das waren ja auch keine militärischen Aktionen in dem Sinne, sondern sozusagen eher symbolische, während solche Angriffe auf Siedler ja jetzt auch militärisch, denke ich, oder in der, also ne, in der Kriegsführung insgesamt, vor allem auch psychologischen, ziemlich wichtigen Sinn erfüllen, nämlich der israelischen Bevölkerung, also dieser Siedlerbevölkerung zu zeigen, dass sie verletzbar ist, und zwar relativ leicht eigentlich, und dass es nicht mehr so weitergehen wird, dass die die Besatzungstruppen und die Siedler permanent Palästinenser abschlachten und als Reaktion darauf nur mal ein paar Raketen abgeschossen werden aus Gaza oder mal hier und da Soldaten angegriffen werden, die natürlich militärisch viel viel stärker überlegen sind den Widerstandsorganisationen. Ja, ich wollte dazu sagen, dass ich denke, dass der Widerstand zur Zeit, der sich formiert, sehr unterschiedliche, und man kann auch nicht alles genau durchblicken, was wo wie passiert und welche Gruppen sich bilden, und es ist auf jeden Fall sehr dynamisch. Wie gesagt, ein Aspekt, der zu beobachten ist, dass das artikulierterweise viele Gruppen, die entstehen, die sagen, dass sie eine einheitliche Front sozusagen haben wollen zwischen den unterschiedlichen Fraktionen des Widerstandes. Auf der anderen Seite sind es sehr junge Leute, die auch Waffen sich besorgen, und den Aspekt, den sie auf der einen Seite stark machen, nämlich natürlich auch sowas wie Selbstschutz gegenüber der Besatzungsarmee und gegenüber den Siedlern. Und da nochmal eine kleine Klammer auf. Man darf nicht übersehen, dass die Siedler auch immer militanter und immer aggressiver werden. Also es gibt krasse Übergriffe und immer mehr Übergriffe auch von bewaffneten Siedlern unter der Beobachtung auch der Armee, logischerweise. Also das überrascht jetzt keinen hier, denke ich mal, ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass die Siedler da rumstehen und nichts machen, sondern es gibt sehr, sehr viele Angriffe seitens der Siedler, auch bewaffnete Angriffe auf Zivilisten. Und insofern verstehen sich auch diese bewaffneten Gruppen als Schutz der Bevölkerung einerseits, aber wie du eben auch gesagt hast, als eine Möglichkeit, Grenzen aufzuzeigen und ein paar Schritte nach vorne zu gehen. Ich glaube, es ist noch nicht die Phase da, wo wir genau sagen können, wo das hingehen wird. Ne? Weil natürlich ist es einerseits sehr, sehr gut, wenn es verschiedene kleine, dezentrale Gruppen gibt, die aktionsfähig sind. Auf der anderen Seite, es stellt sich einfach die Frage, inwiefern ein wirklich langer Kampf mit einem langen Atem geführt werden kann, wenn es kein zentrales Kommando gibt und kein einheitliches Kommando mit einer Strategie und Taktik seitens des Widerstandes gibt. Diese Frage kann ich nicht beantworten, ob es die gibt, und ich kann sie auch nicht beobachten. Ich kann nur sagen, es gibt Ansätze, die in die Richtung gehen, dass es ein einheitlicher Kampf sein muss.
als 2021 Gaza bombardiert wurde und dann die Gegenmaßnahmen ergriffen wurden vom Widerstand, war klar, dass der Widerstand gemeinsam von einem Punkt aus das Kommando organisiert hat. Also die haben darüber dann später berichtet. Das ist interessant zu wissen, dass eben nicht jeder so in seinem eigenen Bunker gesessen hat und gesagt hat, wir machen das jetzt und die anderen machen was ganz anderes. Eine weitere Frage, die ich glaube, wir werden natürlich heute nicht beantworten können, aber wo man drauf gucken muss und wo wir auch später vielleicht nochmal drauf zurückkommen können, wenn wir kurz über die kommunistische Bewegung reden und die revolutionäre Bewegung, wie da das Thema Palästina behandelt wird, ist, welche Kräfte innerhalb und außerhalb Palästinas Bremser sein können eines solchen Widerstandes und einer solchen Vereinheitlichung und Zentralisierung des Widerstandes. Also auch da, welche Klassenkräfte am Wirken sind, die eventuell möglicherweise ja ein bisschen die Bremser spielen. Ja, also das kann ich jetzt nicht beantworten. Ich rede jetzt nicht über die Teile der Fatah, die natürlich PA bilden. Aber es gibt ja auch sehr große Teile, die selbst unzufrieden sind, auch in der Fatah. Und ich glaube auch, das so verstanden zu haben, dass zum Beispiel bei Lion's Den, also dieser einen Widerstandsgruppe, die sich in der Westbank gebildet hat, auch wichtige Leute von der Fatah mit am Start waren und sind. Und das ist eine sehr gute Nachricht, wie ich das sehe. Ja, vielleicht ganz kurz daran anknüpfend. Also es gibt ja auch verschiedenste Brigaden, also die den militärischen, den bewaffneten Widerstand auch führen in verschiedensten Städten, zum Beispiel auch in Jerusalem, die Al-Quds-Brigaden auch, die sind eigentlich Teil der Fatah, aber sie agieren dann halt eigenständiger und sind auch nicht zufrieden mit ihrer Führung. Ich glaube, also die Frage vielleicht jetzt ein bisschen plump oder verkürzt beantwortet, aber also die klaren Bremser sind ist die Führungsriege um Mahmoud Abbas und das, ich glaube, das weiß jedes Kind in Palästina. Jeder weiß, das ist so seine Truppe mit mit seiner Familie, sein Clan im Prinzip bremst diesen Widerstand eigentlich schon lange, drängt immer wieder auf Verhandlungen mit dem Ausland, mit weiteren. Aber ich glaube, das soll jetzt hier nicht gerade so Thema sein. Viel wichtiger finde ich eher die Entwicklungen, die gerade in der Westbank stattfinden. Also ihr habt es so angedeutet, es gab jetzt sehr viele Gruppen, die sich irgendwie gebildet haben. Ja, ich würde auch behaupten, die meisten haben sich eher gebildet aus Selbstschutz und vor allen Dingen, um die Flüchtlingscamps zu beschützen. Also viele der bewaffneten Einheiten, Brigaden, wie auch immer sie sich dann auch nennen, gibt es unterschiedliche Gruppen, teilweise mehrere Brigaden innerhalb eines Flüchtlingscamps, die auch miteinander in Kontakt stehen, die beim Einfall der Besatzungssoldaten sofort Alarm schlagen und auch militärisch und also das Feuer erwidern, also sich widersetzen auch dem Eindringen in die Flüchtlingscamps. Also, das ist auf jeden Fall eine neue Entwicklung. Das war vor wenigen Jahren noch nicht der Fall. Da konnten, also klar sind die meisten Besatzungssoldaten nicht unbedingt gerne in die Flüchtlingscamps gegangen, weil es auch schon, ja, ich sag mal, auch in der Vergangenheit über mehrere Jahre, auch zur zweiten Intifada, mehrere Niederschläge gab und hohe Verluste auch unter den israelischen Soldaten. Deswegen hat man das in der Vergangenheit schon eher vermieden. In den letzten Jahren war da wenig Widerstand. Jetzt hat sich dieser aber neu formiert und es ist klar zu sehen, dass das gerade sehr junge Menschen sind, also die in ihren 20ern sind und sich den bewaffneten Einheiten verschrieben haben. Und den meisten von ihnen ist auch bekannt, wie gefährlich das für sie und ihre Familien ist. Den meisten von ihnen ist bekannt, wie schnell man dann vom israelischen Militär hops genommen wird oder auch gleich erschossen. Und das nehmen die Menschen aber mittlerweile in Kauf, weil die Perspektivlosigkeit ist für sie halt keine Alternative. Also ausharren auf, naja, auf was? Das ist halt die Frage. Und wichtig wird es auf jeden Fall, dass in Zukunft dieser Widerstand sich viel besser vernetzt. Aber das sehe ich tatsächlich auch schon, weil
bei verschiedensten Widerstandsaktionen sich die einzelnen Gruppierungen, egal welcher Partei sie jetzt angehören oder eben parteiunabhängig, ob sie das halt sind oder nicht, sie beziehen sich aufeinander und sie unterstützen sich nicht nur verbal, sondern auch informationstechnisch, also sie schlagen Alarm und geben einander Bescheid, das ist schon mal auf jeden Fall etwas. Ja, also ich finde es tatsächlich auch eigentlich ganz interessant, wie das Verhältnis des Widerstands zu PA ist, weil das ist natürlich kritisch und das Abbas-Regime wird abgelehnt, aber es ist ja jetzt nicht so, dass bewaffnet gegen das gekämpft wird oder so, ne? Das ist schon spannend. Es hat sicherlich auch seine Gründe, weil man eben keinen Bürgerkrieg möchte, weil man sozusagen die Spaltung nicht noch weiter vertiefen möchte. Vielleicht, vermutlich hofft man auch darauf, dass Abbas endlich stirbt. Der ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Die PFLP zum Beispiel hat jetzt zuletzt in einer Stellungnahme gefordert, dass, und zwar von der PA und von den Sicherheitsorganen, dass der Widerstand dort eingebunden werden soll. Ne? Also sozusagen über eine reformistische, also über eine Reformstrategie eigentlich, die die PLO wieder zu dem zu machen, was sie eigentlich mal war, nämlich die Einheitsfront, die nationale Einheitsfront des palästinensischen Widerstands. Das wird, denke ich, auch nochmal spannend, wie sich die verschiedenen Teile der Fatah dazu verhalten, aber auch, wie sich jetzt Abbas und die PA weiter verhalten werden, denn es ist ja auch so, dass ihre Existenz einfach immer mehr in Frage gestellt wird durch Israel. Also sie sind ja ein lupenreines Kompradoren- und Marionettenregime, das jetzt aber dadurch, dass eben die israelische Armee die eigentlich Oslo ja völlig beerdigt, indem sie eben auch in die A-Zone, also die wenigen Gebiete, die noch vollständig auch militärisch eigentlich unter PA-Souveränität stehen sollen, da ja einfach permanent reinrockt und genau, das ist ja unter anderem jetzt in dem Schritt gegipfelt, dass Abbas offiziell gesagt hat, der wird nicht mehr militärisch mit Israel kooperieren. Das ist sozusagen auch so ein bisschen so die Anerkennung der Situation ist, weil ja Israel umgekehrt auch gar nicht mehr kooperiert hat, sondern ja einfach sozusagen diktiert und gemacht hat, was sie eigentlich wollen. Und das würde perspektivisch, wenn jetzt Abbas sozusagen gezwungen wäre, auf den Widerstand zuzugehen, natürlich auch die Frage wieder aufwerfen. Ne? Also ich glaube, grundsätzlich wäre das wahrscheinlich schon ein Fortschritt im Sinne der Einheit. Auf der anderen Seite kommen dann natürlich neue Kräfte wieder in den Widerstand, dringen dort ein, die, denke ich, von ihrer Natur her einfach bremsen. Auf der anderen Seite sehen wir ja auch, dass auch in anderen Teilen des Widerstands, also vor allem der Hamas, sich jetzt in letzter Zeit auch sehr positive Entwicklungen ergeben haben. Also die Hamas hat ja die sogenannte Achse des Widerstands nach 2011 verlassen, also die Achse zwischen Iran, Syrien, der Hezbollah im Libanon und eben Gaza und hat sich sozusagen auf diesen Muslimbruderschaftskurs versteift, der dann natürlich in den folgenden Jahren völlig gecrashed ist. Und da gab es intern ziemlich heftige Verwürfe innerhalb der Hamas. Also vor allem der militärische Arm hat da sehr sich gegen gesträubt. Und auch die PFLP hat damals interveniert und versucht, die Hamas davon abzuhalten, mit Damaskus zu brechen. Sie haben es trotzdem getan. Und ja, in den letzten Jahren, also ich glaube seit 2017, als dann ja auch dieses neue Grundsatzpapier der Hamas veröffentlicht wurde, ging es wieder sozusagen, gab es eine Entwicklung in Richtung wieder mit der Widerstandsachse zusammenzugehen. Und das ist ja jetzt auch darin gegipfelt, dass sozusagen das Hauptquartier, ich weiß gar nicht, ob sie es schon verlegt haben, ob sie es aus Katar schon nach Syrien zurückverlegt haben. Genau, die Annäherung zu Syrien ist ja jetzt auf jeden Fall da und das wurde auf jeden Fall auch innerhalb des Widerstands als ein großer Erfolg gewertet, dass sich da diese Kräfte, die sich, sag mal, pragmatischen
im Sinne von die nationale Befreiung und der Widerstand stehen an erster Spitze und diese ganzen konfessionalistischen Fragen, die ganzen Fragen nach einer sunnitisch-islamischen Revolution oder einen Umsturz im Nahen Osten wurden ja zurückgedrängt. Genau, kommen wir vielleicht auch mal zum nächsten Punkt. Wie guckt eigentlich die kommunistische Bewegung auf den Widerstandskampf in Palästina und vor allem auch auf den palästinensischen Widerstand? Wir haben letztes Mal in unserem letzten Podcast auch relativ breit darüber diskutiert. Es hat sich seitdem nicht sonderlich viel verändert, leider. Wir haben damals schon konstatiert, dass es eine große Schwäche eigentlich der kommunistischen Bewegung in dieser Frage gibt, obwohl ja Palästina ein sehr zentraler Konflikt ist. Zwischen Imperialismus und einem unterdrückten Volk. Und ich habe mir nochmal jetzt versucht, ein paar Stellungnahmen anzuschauen, international, vor allem auch aus Deutschland. Und vor allem musste ich da feststellen, dass es sehr wenig gibt. Gerade von deutschen Parteien scheint das nicht sonderlich viel Beachtung gefunden zu haben. In der Jungen Welt wurde ein wenig berichtet in den ersten Tagen nach dem Jenin-Massaker. Mittlerweile ist es da aber auch ziemlich ruhig drum geworden. Und es bewegt sich eigentlich weiterhin alles, wie schon beim letzten Mal natürlich, im Rahmen von Zwei-Staaten-Lösung relativ klar. Oft eher mit so einem pazifistischen Ansatz, also gegen Eskalationen. Natürlich wird Israel von eigentlich allen kommunistischen Kräften kritisiert, aber eben sehr wenig grundsätzlich. Ich habe festgestellt, was ich ganz spannend fand, dass die MLPD Grundlinien der Positionierung zum palästinensischen Befreiungskampf offensichtlich beschlossen hat, und zwar im November 2022 jetzt. Und die sollten uns auf jeden Fall auch nochmal einen Ansporn geben, auch bei uns diese Diskussion zu einem vorläufigen Ende zu führen und als KO endlich auch mal sehr grundsätzlich Position zu beziehen. Bisher haben wir ja vor allem auch Fragen aufgeworfen, auch wenn wir uns gegen eine Spaltung des Widerstands ganz klar gestellt haben. Und ich kann euch hier mal ein paar Kostproben vielleicht geben. Die MLPD sagt zuallererst, dass sie sich uneingeschränkt solidarisch mit dem palästinensischen Volk im Kampf um seine soziale und nationale Befreiung verhalten würde. Man beachte hier auch die Reihenfolge. Sie sieht Israel als ein imperialistisches Land. Auf die Frage des Kolonialismus und Neokolonialismus geht sie gar nicht ein. In Punkt 6 erklärt sie, dass sie an der Position der Sowjetunion unter Stalin, die ja damals die UN-Resolution zur Teilung Palästinas mit unterstützt hat, dass sie daran festhalten werde. Und schreibt, dass es richtig war, damals Israel anzuerkennen. Und weiter vertritt sie die Position, dass eigentlich die Arbeitereinheit, also die Einheit zwischen der palästinensischen und israelischen Arbeiterklasse, vor dem nationalen Befreiungskampf zu stehen habe. Sie bezeichnet es als einen prinzipiell falschen Weg, die palästinensische Nationalität über die Klasseninteressen zu stellen. Und jetzt kommen wir zum Widerstand. Mit reaktionären und faschistoiden oder faschistischen Kräften wie der Hamas oder der Organisation Dschihad oder gar der imperialistischen und faschistischen Diktatur im Iran zusammenzuarbeiten, geht gar nicht. Und in Punkt 9 schreibt sie dann auch, wir erkennen das Existenzrecht des Staates Israel an und spricht dann von Antisemitismus von Seiten kleinbürgerlicher und bürgerlicher arabischer Kräfte, von Trotzkisten und Teilen der kleinbürgerlichen Linken. Und dann abschließend in Punkt 10 sagt sie, dass eine Zwei-Staaten-Lösung als eine Übergangsstufe zur Ein-Staaten-Lösung auch
in Frage käme. Das fand ich ganz spannend, weil das eigentlich endlich mal sehr grundsätzlich das beschreibt, was wir auch letztes Mal schon sozusagen zwischen den Zeilen herausgearbeitet haben bei fast allen Organisationen, die sich als marxistisch-leninistisch bezeichnen, von der DKP über den kommunistischen Aufbau bis hin eben zur MLPD. Was ja nochmal besonders spannend vielleicht auch ist, dass die MLPD ja aber auch Kontakte unter anderem zur PFLP hat. Und ich da den Eindruck habe, dass sie eigentlich gar nicht weiß, was die PFLP für Positionen vertritt. Ja, ich weiß nicht. ich wollte vorhin schon was zum Thema Faschismus sagen, als wir über den Widerstand geredet haben. Aber ja, danke für deine Zusammenfassung erstmal, Noel. Ich frage mich, was eine größere Bankrotterklärung ist eigentlich, das, was die MLPD jetzt verabschiedet hat, oder dieses Schweigen im Walde, in unserer Strömung unter den Solidnet-Parteien und so. Man sieht, wie du es ja auch gut beschrieben hast, natürlich ist man solidarisch mit dem palästinensischen Volk, aber eigentlich heißt das ja, dass wir es gerade mit dem Problem zu tun haben, dass die kommunistische Bewegung eigentlich nicht mitkommt. Ja, also nicht wirklich versteht, wo die Bewegung steht und was gerade eigentlich dort passiert und sich völlig mit ihren eigenen Problemen befasst. Also nämlich so etwas wie, was ist für uns faschistisch, die Klassenfrage und so sich so ein Häuschen gebaut hat, in dem sie nur noch ihre Kategorien hin und her schieben und dann schielen, ob der andere das auch macht und da auch noch die Kategorien sich angucken und sagen, oh nee, der macht das aber. Und ich glaube, da müssen wir uns sehr davor hüten. Ich meine, wir kommen gerade aus einer Spaltung raus, hat ja, denke ich mal, der interessierte Teil der Bewegung auch mitbekommen, in dem genau das passiert ist, in dem die Sachfragen vor den Kategorienfragen einfach in den Hintergrund geschoben werden. Und das ist so ein grundsätzliches Problem. Und deshalb bin ich auch davon überzeugt, dass kein anderer Weg als der Klärungsprozess uns dahin führen kann, einfach mal diese Fragen auf den Tisch zu packen und anhand eines wieder einmal unter anderem konkreten Beispieles, nämlich historisch-materialistisch zu untersuchen, was dieser Siedlerkolonialismus in Palästina bedeutet und wohin er notwendigerweise führen wird. Genau das, worüber wir eben gerade uns unterhalten haben. Das sind genau die Fragen, die wir behandeln können, und zwar historisch-materialistisch und nicht unsere Kategorien hin und her bewegen, wie so, ich sag mal, so Würfelspiele oder, keine Ahnung, Domino-Bausteine, die man dann für sich irgendwie als Beschäftigung und vor allem als Selbstbeschäftigung dann benutzt. Ja, also ja, es ist nicht witzig und es ist tatsächlich, ich meine, du hast dich jetzt natürlich vor allem auf das gestürzt, was die MLPD da verabschiedet hat. Man muss natürlich dazu sagen, fast alle kommunistischen Parteien der Welt haben die Position Zwei-Staaten-Lösung und das speziellere Problem, glaube ich, bei bestimmten Organisationen, da muss man sehr genau drauf gucken, ist eben die Spaltung und Verunglimpfung von Teilen des Widerstandes, eigentlich mit bürgerlichen Etiketten. Genau mit den gleichen Etiketten, die wir hier in den Mainstream-Medien hören. Ne? Aber da mache ich erstmal einen Punkt. Bin gespannt, was Rassan noch dazu zu sagen hat. Ja, also du hast es im Prinzip im letzten Satz schon sehr deutlich gemacht. Das ist, ich finde, genau das ist eigentlich ein Riesenfehler. Also hier wird irgendwie von Zwei-Staaten-Lösungen immer noch schwadroniert. Es war nie das Ziel der israelischen, der zionistischen Bewegung, dass es überhaupt zwei Staaten geben soll. Also es war viel Theater, viel, auch historisch kann man sich die Ereignisse sehr gut anschauen. Ich kann jetzt nicht hier einen historischen Abriss machen, der das alles genauestens beleuchtet, aber wer sich damit explizit auseinandersetzt, der müsste recht schnell merken, da war von Anfang an keine Zwei-Staaten-Lösung geplant. Und für die,
also für diejenigen, die sich dann wirklich explizit mal, also die jetzt mal weg von ihren eigentlichen Begriffen und den Problemen, die sie damit haben, diese scharf zu formulieren, weggeht, wenn man dann konkret sich die Lage in Palästina anguckt und auch den Widerstand sich mal genauer anguckt, der wird sehr schnell merken, das ist ein legitimer Widerstand. Also von der Hamas über den islamischen Dschihad, den palästinensischen, bis über die PFLP. Also der bewaffnete Widerstand eines besetzten und unterdrückten Volkes, der entwurzelt vom eigenen Land mehrfach vertrieben in die Flüchtlingscamps gedrängt wurde, der hat das Recht, sich bewaffnet zu widersetzen. Und was ich sehe, ist auch gerade in Deutschland, ich weiß jetzt nicht genau, wie das international aussieht, Clara hatte gemeint, viele der kommunistischen Parteien, Organisationen international haben auch immer noch, halten noch weiterhin an der Zwei-Staaten-Lösung fest. Aber gerade in Deutschland sehe ich, dass das vor allen Dingen damit zusammenhängt, dass die Repression und auch der mediale Druck unglaublich ist. Also das wundert mich also auch nicht, dass die MLPD da diesen Schwenk geschafft hat hin zum, die Hamas ist faschistisch und wir verurteilen diese und wir haben auch nichts mit dem Dschihad zu tun, wir wollen auch nicht, dass die da irgendwas und so weiter und dann das Existenzrecht Israels. Ja, also was für ein Israel habt ihr da? Also was für ein israelisches, was für ein Verständnis von Israel als Staat habt ihr eigentlich? Und das muss man sich doch genau angucken und dann stellt man eigentlich fest, naja, es ist ein kolonialistisches Projekt, das kann man nicht unterstützen. Und dann diesen Einheit, diesen Schulterschluss von israelischen und palästinensischen Arbeitern in den Fokus zu setzen, wo es, also ist irgendwie abstrus. Also würde mich jetzt interessieren, was ihr dazu sagt, aber ich finde das ganz schön komisch. Ja, ich meine, das Spannende ist ja, dass eigentlich die MLPD ja sogar relativ viel Probleme schon wegen ihrer Palästina-Position bekommen hat. Ne? Also vielleicht können wir da gleich sozusagen beim letzten Teil auch nochmal ein bisschen mehr drüber reden, wie eigentlich das Verhältnis zwischen der Palästina-Position und der Repression und der Angst vor Repression in Deutschland eigentlich auch ist. Aber gerade gegen die MLPD lief ja, ihr erinnert euch, sogar von Russia Today mit vorangetrieben, eine Kampagne vor einigen Jahren gegen die MLPD wegen ihrer Kontakte zur PFLP. Von daher kommt sie da eigentlich ja gar nicht so gut um diese Repression und diesen sozialen Druck drumherum. Aber vielleicht gehe ich da aber noch mal kurz drauf ein. Ich hatte es vorhin schon kurz angesprochen, die MLPD hat ja Kontakte zur PFLP, relativ gute auch, zumindest wird das so nach außen suggeriert. Und das ist natürlich wirklich sehr spannend, weil wenn man sich einfach mal regelmäßig auf der PFLP-Seite umschaut und auch auf der Seite von ihrem bewaffneten Arm oder auf der Seite der DFLP, die ja als etwas gemäßigter gilt, aber eben auch bewaffnet gegen Israel kämpft, da stellt man eigentlich fest, dass es da diese Spaltung, von der wir gerade so reden, gar nicht gibt, sondern im Gegenteil, die wird eigentlich in fast jeder Stellungnahme bekämpft. In fast jeder Stellungnahme wird gesagt, wir brauchen die Einheit, wir dürfen uns nicht spalten entlang der organisatorischen und ideologischen Grenzen, wir brauchen den einheitlichen Volkswiderstand für die Befreiung. Ich meine, die heißen auch, ne? Also Popular Front ist, das ist halt tatsächlich auch ihr Konzept einfach, seit jeher gewesen. Und wenn wir uns anschauen, weil wir gerade darüber gesprochen haben, dass es ein großes Schweigen gibt in der, Clara hat das gesagt, ein großes Schweigen innerhalb der kommunistischen Bewegung. Wenn wir uns die arabischen Parteien mal anschauen, würde ich mir auch mehr wünschen tatsächlich, aber immerhin verhalten sie sich tatsächlich auch dazu. Also es gibt eine Erklärung, die wurde von 17 arabischen Parteien, die kann ich gar nicht alle so richtig zuordnen, also von eher so sozialdemokratisch, linkssozialdemokratisch über hodjaistisch, maoistisch, ML und so weiter aus
was sehe ich? Tunesien, Marokko, Mauretanien, Westsahara, Ägypten, Algerien und Palästina und Jordanien. Und genau von der libanesischen kommunistischen Partei tatsächlich auch unterstützt. Da wird auch ganz klar gesagt, dass diese Parteien für den Widerstand dazu aufrufen, zum Zusammenhalt und zur Einheit als die Bedingung für den Sieg im nationalen Befreiungskampf. Von der kommunistischen Partei Palästinas wissen wir das auch. Da hatten wir auch beim letzten Podcast schon mehr drüber geredet und ich hoffe auch, dass wir sie irgendwann mal einladen können oder mit ihnen Gespräche führen können. Die sagen eigentlich auch permanent in ihren Stellungnahmen, der Widerstand muss weiter eskaliert werden und er muss sich vereinheitlichen. Das ist ganz klar die Losung von allen Parteien vor Ort. Die Partei des Volkswillens konnte ich mir nicht anschauen mehr, leider. Aber das ist auf jeden Fall bei den arabischen Parteien der Tenor. Und da würde ich sagen, da müssen wir von den Genossen vor Ort einfach lernen und wir müssen mehr in den Austausch mit ihnen gehen. Und ich hoffe, wie gesagt, dass wir das auch in der nächsten Zeit machen werden. Ja, ich will noch mal ganz kurz auf diese Klassenfrage eingehen. Ich finde das wichtig. Wir haben jetzt ja nicht so viel Zeit, um diesen Punkt noch mal zu vertiefen, allgemein zu den Positionen. Aber ich finde das Absurde daran, das habe ich vorhin nicht gesagt, weil ich jetzt dann so ein bisschen ironisch mit den Domino-Baustein-Kategorien geredet habe. Ich will jetzt mal ganz kurz ernsthaft darauf eingehen. Es ist richtig natürlich, dass wir überall und immer die Klassenfrage stellen müssen. Man darf nur den Fehler nicht machen, die Klassenfrage abzusondern und als eine quasi eigenständige Kategorie zu benutzen. Das ist das, was ich vorhin meinte. Und in dem Moment, wo man das hat, immer das Gefühl hat, da passiert etwas, da muss ich wieder meinen Baustein Klassenfrage nehmen, um anzuzeigen, dass ich Kommunist bin. Damit das jeder weiß. Ja? Und so, das ist ein Riesenfehler, anstatt hinzugehen und zu begreifen, wo steht gerade der Kampf, um was geht es in diesem Kampf, in welchem Verhältnis steht der Kampf um nationale Befreiung in Palästina und wie sind die Klassenverhältnisse und in welchem Verhältnis steht der Klassenkampf dazu. Und diese Art sozusagen an die Sache heranzugehen und die Sache ernst zu nehmen und sich nicht in eben, ich versuche das nur zu klären, damit das am Ende nicht für Zuhörer so rüberkommt, so nach dem Motto, ach, die K.O., die interessiert sich nicht für die Klassenfrage. Nein, darum geht es nicht, sondern die richtige Beantwortung der Klassenfrage erfordert ein Verständnis für die Klassenverhältnisse und dem Kontext, in dem dieser Klassenkampf stattfindet. Und natürlich findet überall Klassenkampf statt. Nur darf man auch die nationale Frage nicht absondern von der Klassenfrage. Das heißt, die nationale Frage ist doch nicht etwas anderes als die Klassenfrage, sondern Klassenkämpfe finden teilweise international, vor allem in den Teilen der Welt, in denen die nationale Frage sich eben noch stellt, statt und damit stellt sich die Klassenfrage in diesen Ländern intertwined, jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht ein, also vermengt sozusagen mit der nationalen Frage. Und ich finde es unsäglich, dass unsere Bewegung dahin gekommen ist, diese Dinge in so einer Art und Weise voneinander zu trennen so darzustellen, als müsste man nur noch die Wörter sagen, damit man weiß, okay, das sind jetzt die Kommunisten, die haben die Klassenfrage nicht vergessen. Im Gegenteil, man hat dann die Klassenfrage vergessen, weil man nämlich überhaupt keine Ahnung hat, wie der Klassenkampf gerade in Palästina geführt wird und wie er geführt werden muss, damit er gewonnen wird, mit dieser Ansicht. Zu den arabischen Parteien und so weiter kann ich jetzt auch nicht viel sagen. Ich will nur sagen, manchmal, glaube ich, braucht es nochmal einen Schub, meinem Eindruck nach. Ein bisschen macht es den Eindruck, als wäre es so eine auf Dauer garantierte Herzenssache, Palästina. Und man weiß noch nicht so genau, ob man
jetzt nochmal so bei der Sache ist sozusagen. Das will ich nicht auf allen Parteien münzen. Ich glaube, viele Parteien, gerade die Kommunistische Partei Libanons, wir hatten ja gerade eine Veranstaltung mit ihnen, ist da natürlich ganz nah dran. Aber ich bin mir da nicht sicher bei allen und auch da sollten wir genauer hingucken. Ja, absolut. Ich finde auch, jetzt um vielleicht zurückzukommen auf Deutschland und auch hier die kommunistische Bewegung mal ein bisschen zu beleuchten. Also ich würde vielleicht ein bisschen thesenhaft in den Raum stellen, dass die Positionierungen, die es in der kommunistischen Bewegung gibt zu Palästina, deswegen oft so verhalten klingen oder so mit Begriffen vermengt werden, dass man sich dann, wie du gesagt hast, Clara, dass man sich dann noch als Kommunist irgendwie sehr nach vorne positioniert, aber eigentlich Schwierigkeiten hat mit der Repression in jederlei Hinsicht. Also mediell, staatlich organisiert oder auch nur, wenn man das Wort Widerstand in den Mund nimmt. Und das hat viel, also hat vielseitige Erscheinungsformen. Also, wenn man jetzt mal anfängt, im ganz Kleinen, sage ich mal, dass irgendwie Aktivisten vor Ort aus Palästina, die irgendwie dann noch von der New York Times zu einer der 100 einflussreichsten Persönlichkeiten des Jahres gekürt werden, wie Mona Al-Kurt und ihr Bruder, wo dann der Mohammed, nach Hamburg eingeladen wurde. Er sollte einen Vortrag halten an der Goethe-Institut und dann wieder im letzten Moment ausgeladen wurde mit der Begründung, er hätte mehrere Kommentare zu Israel gemacht, die würden wir als Institut nicht akzeptieren. Die Aussage von ihm war, Israel ist ein Apartheidsregime. Und stimmt, also das sagen zahlreiche Organisationen, NGOs in und um Palästina, in Israel, auf der ganzen Welt. Also sie erfüllen jegliches Kriterium, aber in Deutschland ist das ein absolutes Tabuthema. Also er ist jetzt nur einer der von zahlreichen Beispielen, kann jetzt viele weitere Fälle, 2019 Anna Younes, die an einer Universität eingeladen wurde, sie sollte was zu Islamophobie und rechten Netzwerke vortragen und dann wurde sie ausgeladen wegen ihrer Nähe zur BDS-Bewegung, also zu diesem, zu der gewaltfreien Boykott, Desinvestment und Sanktionsforderungen gegenüber Israel aufgrund der Menschenrechtsverletzung. Allein das scheint ja schon Grund genug zu sein, um jemanden mundtot zu machen oder nicht an eine Universität einladen zu können, obwohl sie ausgewiesene Experten sind. Es gibt teilweise auch Berufsverbote oder Journalistinnen, die plötzlich ihren Beruf nicht mehr ausüben können. Also die Journalistin Nemi Al-Hassan zum Beispiel, die Quarks moderieren sollte und weil sie dann mal vor 8 Jahren an einer Demo teilgenommen hatte, wurde quasi eine Bildkampagne und eine Hetzjagd gegen sie ins Land gerufen, wo sie als Antisemitin verschrien wurde und völlig zu Unrecht und komplett medial aufgeblasen, sie zu einer Persona non grata wurde. Es geht sogar noch weiter. Es ist jetzt so, es sind so Kleinigkeiten. Ein Kika-Moderator, dessen Namen ich vorher noch nie kannte, ich glaube, mir auch nochmal in Erinnerung rufen, der, wie hieß er noch gleich, fällt mir gleich ein, Matondo Castro, der war auf einem Festival in Farca in der Nähe von Nablus, ein Jugendfestival, wo er an einer friedlichen Demonstration teilgenommen hatte und es um verschiedenste Themen, aber vor allen Dingen um Menschenrechte ging. Völlig unpolitisch, ein junger Mann, der sofort irgendwie von CDU, FDP-Politikern niedergeredet wurde. Also man kann das den Kindern doch nicht zumuten, dass ein solcher Mensch das moderiert. All diese Leute haben sich teilweise oder im Ganzen für ihre Solidarität gegenüber dem palästinensischen Widerstand, aber nicht mal den Widerstand, sondern mehr so dem palästinensischen Volk und den Menschenrechts, dem Einsatz für ihre Menschenrechte, haben sich zurückgezogen, haben sich entschuldigt und
Also diese krasse mediale Hetze, sehr oft angeführt von der Bild-Zeitung, dem sehen sich schon Einzelpersonen so dermaßen ausgesetzt, da kann ich mir vorstellen, dass da halt so kommunistische Parteien, Organisationen sich durchaus dreimal die Frage stellen, wollen wir uns dazu irgendwie verhalten, wollen wir uns damit so sehr auseinandersetzen, bevor jetzt wir auch noch irgendwie Probleme bekommen. Also selbst jüdische Organisationen oder Organisationen wie die Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost, die irgendwie ein Bankkonto geschlossen bekommen hat, weil sie sich diesem Antisemitismusvorwurf entgegengesehen hat. Das ist, also hier geht es teilweise dann auch um, sag ich mal, Existenzen, Repression auf allen Ebenen. Da hältst du lieber die Klappe. Und ich glaube, in der Sphäre bewegt sich auch die kommunistische Bewegung. Und sich davon ganz abzukapseln, ist nicht so einfach. Ich glaube, viele rutschen dann halt in Positionen oder lassen sich dazu drängen, in denen sie sich eigentlich, wenn sie sich wirklich als kommunistisch bezeichnen möchten, so nicht sein sollten. Ja, ich glaube, es gilt auf jeden Fall natürlich für einen Teil der Bewegung. Ich weiß nicht, ob das alles ist, ob es zum Teil dann auch einfach, keine Ahnung, festhalten einfach an sozusagen alten Positionen ist. Also sowas wie Frieden und Zwei-Staaten-Lösung oder so, das klang halt dann vielleicht für manche vor 30 Jahren schon toll und warum soll es heute nicht dann irgendwie, warum soll es heute anders sein? Aber wir sehen ja auf der anderen Seite schon auch in den letzten Jahren, dass es einen Anstieg eigentlich wieder der Palästina-Solidarität in Deutschland gibt, was ja erstmal sehr positiv auch zu bewerten ist. Aber gerade da, also sozusagen auch bei jüngeren Leuten, Leuten, die dann gerne mal auch aus so einer, ja, aus der radikalen Linken, sage ich mal, im weiteren Sinne kommen, also sich dann oft auch als Kommunisten verstehen, aber nicht unbedingt, da habe ich dann das Gefühl, dass es da eben ziemlich heftig diese Fallstricke gibt, die wahrscheinlich, nehme ich jetzt mal an, daher rühren, dass man sozusagen aus so einer linken Position dieses Palästina-Thema, das so tabuisiert ist in der bürgerlichen Mehrheitsgesellschaft, wie du es ja gerade sehr gut dargelegt hast, das wollen die irgendwie so claimen als so ein linkes Ding. Aber um ein linkes Ding zu sein, da muss es halt so ein bisschen so diesen, es muss so ein bisschen nach Rojava riechen. Also es muss so Frauenbefreiung und Ökologie wahrscheinlich auch und vor allem aber ganz internationalistisch und solidarisch und Emanzipation und Sozialismus. So. Und das muss friedlich alles auf jeden Fall. Friedlich glaube ich gar nicht mal unbedingt, also auch Rojava ist ja nicht friedlich, von daher, ich glaube, wenn das alles stimmt, dann kannst du auch militant sozusagen dafür, hier nicht dafür militant kämpfen, aber sozusagen, dann darf es vor Ort durchaus auch mal militanter sein, aber es hat natürlich seine Grenzen, das stimmt schon, und ich glaube, das ist das, wo dann sozusagen dieses Bedürfnis kommt, sich von Teilen des Widerstands abzugrenzen. Da kommt dann dieses mit den Reaktionären oder wie die MLPD sagt, mit den Faschisten wollen wir nichts zu tun haben. Dann ist sozusagen, man beruft sich dann positiv auf die PFLP, aber alle Organisationen, mit denen die PFLP zusammenarbeitet vor Ort ganz konkret und auf die sie sich auch sozusagen, ja, nicht beruft, aber mit, sozusagen positiv als Teil des Widerstands bezieht, die werden alle sozusagen aussortiert. Und dann hat man halt so ein Ding, naja, Palästina ist halt sozusagen das Gegenstück zu Kurdistan so ein bisschen, das ist dann, also so wie das in den Köpfen dann dieser Leute hier vor Ort ist. Palästina heißt dann ein demokratischer, säkularer, eigentlich auch sozialistischer Staat für alle Menschen, die jetzt dort vor Ort leben. Und das heißt, man muss sich gar nicht mit, also weil das ein Luftschloss ist, was da aufgebaut wird, gar nicht mit der Frage auseinandersetzen, die sich da ganz, ganz konkret stellen. Also wer ist denn da jetzt? Will diese Siedlerbevölkerung denn mit den Leuten da alle zusammenleben? Haben die Lust auf einen demokratischen Staat? Ich würde mal behaupten, der Großteil nicht. Das heißt, man muss sich zu denen verhalten. Ist das gerade das, was auf der Tagesordnung steht? Sozialistische Revolution? Ich würde sagen, nicht. Also das, was auf der Tagesordnung steht, ist die nationale Befreiung der Palästinenser. Wer sind die Kräfte, die dort vor Ort kämpfen? Sind das alles, Feministinnen und Feministen?
die sich, weiß ich nicht, alle der Emanzipation von ich weiß nicht was allem verschrieben haben. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist ein Volk, das da am Kämpfen ist. Verschiedene Volksklassen, verschiedene Ideologien, verschiedene Richtungen, in denen die wollen, in die sie wollen, vereint in dem Bedürfnis, sich zu befreien von dieser, von diesem Kolonialregime, von dieser brutalen Besatzung, von dem Rassismus, von dem Landraub, von der Armut und alles, was damit zusammenhängt. Das ist das sozusagen, was da auf der Tagesordnung steht. Und wer ist da konkret mit drin? Eben islamistische Kräfte, ganz klar, bürgerliche Kräfte, ganz eindeutig. Genau, das passt, glaube ich, diesen Leuten aber nicht. Und das ist ein Problem. Ne? Also, weil die Frage ist, sozusagen, machen wir uns die Welt, wie sie uns gefällt, und beziehen uns sozusagen selektiv auf einen Teil des Widerstands und schwächen dann diesen Widerstand letztlich hier. Das ist ja die Konsequenz. Wir delegitimieren dann einen Teil des Widerstands. Oder sagen wir, nein, wir solidarisieren uns bedingungslos sozusagen erst einmal oder ganz grundsätzlich mit dem palästinensischen Befreiungskampf als Ganzes, weil wir tatsächlich wollen, dass sich dieses Volk als Ganzes national befreit. Ich denke mal, diese Pippi-Langstrumpf-Methode, die du gerade aufgemacht hast, ist doch kennzeichnend für die Bewegung mittlerweile, die so linksliberale Bewegung, die sich so herausgebildet hat historisch und mit der wir uns noch werden genauer auseinandersetzen müssen. Ich möchte ein bisschen nochmal zurückkommen auf das, was Rassan aufgemacht hat an den verschiedenen Punkten der Repression, die stattfinden. Wir werden ja auch heute noch gleich hoffentlich auf diesen einzelnen Repressionsfall zurückkommen, den ich sehr wichtig finde. Der vor 2-3 Wochen war oder etwas länger. Aber bevor wir das machen, ich denke, es ist total wichtig, nochmal ein paar Sachen auf den Schirm zu kriegen. Apropos nur mal, um die Aufzählung zu beenden oder beenden, zu ergänzen. Roger Waters hat ja einen Riesenkonzert in Frankfurt, weiß ich auf jeden Fall. Ich weiß aber nicht, ob in Deutschland auch noch ein anderes. Auf jeden Fall soll das ja auch noch irgendwie verunmöglicht werden, auch wenn ich nicht davon ausgehe, dass das möglich sein wird. Also wer ihn nicht kennt, ist ein sehr bekannter, einer der Mitbegründer von Pink Floyd. Das ist ja wirklich, das sind die großen, großformatigen Konzerte, die stattfinden. Und da haben sich im Rahmen der Bürgermeisterwahl, Oberbürgermeisterwahlen in Frankfurt am Main tatsächlich einige hervorgetan der Kandidaten, die dieses Konzert verunmöglichen wollen und fordern, dass die Verträge gekündigt werden. Ich gehe mal davon aus, dass das juristisch nicht möglich sein wird und dass die Veranstalter sich da nicht drauf einlassen werden. Aber in dem Zusammenhang, auch was Kultur angeht, glaube ich, müssen wir nochmal wirklich einmal genauer hingucken, was bei der Documenta passiert ist. Wir können jetzt nicht drauf eingehen, weil es ein Riesenthema ist. Ich glaube aber, es hatte auch teilweise eine Gegenwirkung. Das will ich auch nochmal betonen, dass solche Repressionsmaßnahmen manchmal oder solche Stimmungen, die geschafft werden, manchmal auch etwas anderes erzeugen. Und ich hoffe, dass diejenigen, die da drin involviert waren und mitbekommen haben, mit welchen Methoden teilweise hier Leute ausgeschlossen und diffamiert wurden, dass sie da politisiert wurden tatsächlich und wieder einmal im Falle Palästina sozusagen. Ich denke, wir sollten auch nochmal in Erinnerung rufen, dass im Rahmen der letzten Innenministerkonferenz letztes Jahr, Ende letzten Jahres, ein Bericht veröffentlicht wurde, in dem eine Arbeitsgruppe sozusagen sich damit auseinandergesetzt hat, wie man es schaffen kann, die Repression gegen die Palästina-Solidarität in Deutschland zu verschärfen. Da geht es um unterschiedlichste Maßnahmen, die getroffen werden sollen. Vielleicht habt ihr da auch noch ein bisschen mehr, was ihr dazu sagen wollt. Ich will den Fokus nochmal darauf legen, in diesem Zusammenhang einmal auf die Frage der Problematik, die es gibt in diesen ganzen juristischen Repressionsmaßnahmen, nämlich, dass es immer noch und seit Jahren um die Frage geht, wie ist eigentlich Antisemitismus definierbar? Und da gibt es das Gezerre zwischen dem IHRA,
der Definition der IHRA, die International Holocaust Remembrance Alliance, die Israel-Kritik auch als Antisemitismus definiert, und dem entgegensteht eine Jerusalem Declaration, die eigentlich gegen die IHRA ist. Und ich empfehle es wirklich jedem, der hier interessiert zuhört, sich die Deklaration auch nochmal anzugucken, weil es auch dazu dient, die eigene Argumentation zu stärken gegen diese Behauptung sozusagen oder Definition. Die Frage ist, ist es überhaupt eine Definition, die die IHRA da macht, anzubringen und zu helfen sozusagen. Also die Jerusalemer Erklärung ist das, und es lohnt sich, das anzugucken, um zu verstehen, was eigentlich hier passiert in dem Moment, wo versucht wird, durch eine Umdefinierung von etwas neue Gesetzesgrundlagen zu schaffen, um dann sozusagen die Repression verschärfen zu können, und zwar dann auf massiver Ebene. In dem gesamten Zusammenhang dieser Repression, die wir jetzt besprechen, dürfen wir eine Sache nicht vergessen, nämlich, dass diejenigen, die in den Kämpfen teilnehmen, hier in Deutschland auch, und nicht einen festen Aufenthaltsstatus haben. Und das sind witzigerweise, ja, wer? Meistens Palästinenserinnen und Palästinenser, die einen unsicheren Aufenthaltsstatus haben, ganz besonders von der Repression betroffen sind und der deutsche Staat an ihnen sozusagen Fälle exerziert, die teilweise auch überhaupt nicht gehört werden und gesehen werden. Und ich denke, es ist auch die Pflicht der Palästina-Solidarität, da sehr genau hinzugucken und diese Fälle nicht nur bekannt zu machen, sondern auch zu versuchen, sich vor sie zu stellen und jegliche Abschiebung oder andere Dinge, die in dieser Hinsicht in Bezug auf den Aufenthalt der Betroffenen sozusagen passieren, zu verhindern. Ja, also da will ich auf jeden Fall nochmal drauf hinweisen, weil es ist klar, dass diejenigen, die mit dem deutschen Pass in der Hand rumlaufen, mit ganz anderen Problemen konfrontiert sind als diejenigen, die potenziell von Abschiebung bedroht sind. Ja, absolut. Also deswegen ist die palästinensische Solidaritätsbewegung auch so angewiesen eigentlich darauf, dass sich gerade in Deutschland der Widerstand gegen solche Definitionen, wie es die IHRA macht, aber auch wie es dann halt als Waffe verwendet werden kann vom Staat, von Medien, von mehreren Strukturen. Ich meine, du hast völlig recht, die Aufzählung ist absolut nicht beendet. Also wir können ja ewig weiterführen. Wir können da von den Nakba-Demos im letzten Jahr sprechen, die verboten wurden, wo Leute einfach direkt festgenommen wurden, wenn sie auch nur eine Kufia getragen haben. Wir können davon sprechen, dass da zahlreiche abstruse BDS-Resolutionen in verschiedensten Hochschulen verabschiedet wurden, wo es keinen Kontakt und keine Unterstützung und auch keine Zusammenarbeit mit irgendwelchen Einzelpersonen bis hin zu Organisationen, die sich auch nur ansatzweise positiv auf einen gewaltfreien Widerstand oder eine gewaltfreie Solidarität mit den Palästinensern beziehen. Also das ist schon sehr, sehr, das geht schon sehr, sehr tief. Und man darf auch nicht vergessen, dass selbst in Deutschland ich sag mal, auch Leute mit deutschem Pass nicht davor gefeit sind, dann diese Repression abzubekommen. Also jetzt vor kurzem gab es eine Gerichtsverhandlung in Mannheim. Da wurde einem jungen Aktivisten eigentlich vorgeworfen, er würde die Verwendung von terroristischen Verwendung von Kennzeichen terroristischen Vereinigungen verwenden. Damals ging es um nichts anderes als den Ausspruch "From the river to the sea, Palestine will be free". Und das haben sie versucht, ihm quasi dann als Symbol oder Slogan der Hamas und der PFLP, die ja von der EU als Terrororganisationen deklariert sind. Dieser Ausspruch ist älter als die beiden Organisationen und kann als solcher nicht ihnen angemünzt werden. Mal abgesehen davon, dass beide Organisationen Teil des legitimen palästinensischen Widerstandes sind. Also da gibt es aber dann halt vor Gericht nochmal, sag ich mal, eine sehr, sehr
abstruse Auseinandersetzungen. Er wird sich teilweise auf irgendwelche Verfassungsschutzberichte zum Thema Antisemitismus bezogen, die sich dann wiederum auf diese IHRA-Definition beziehen. Sie hat aber keine rechtliche Grundlage, noch nicht. Also die Frage wird sein in naher Zukunft, wie sich das entwickeln wird. Ich meine, der damalige Strafverteidiger hat dann sehr witzig versucht, eigentlich da irgendwie einen Brückenschlag zwischen diesem Slogan und den Terrororganisationen zusammenzubekommen, aber auch irgendwie dem Angeklagten dann vorzuwerfen, ja, er würde ja die Zwei-Staaten-Lösung in Frage stellen. Also das tut Israel selber. So, möchtest du jetzt den israelischen Staat auch mal vor Gericht sehen? Also so irgendwie ist es komplett abstrus. Es wird auch gesagt, ja, eine säkuläre Ein-Staaten-Lösung, ja, das würde ja auch die Vernichtung des einzigen jüdischen Staates bedeuten. Aha. Ja, das würde bedeuten, dass ein jüdischer Staat eben nicht demokratisch ist. So, jetzt kommen wir, also man kommt so ein bisschen in diese, in die Diskussion um diese ganzen Widersprüche, die sich ja eigentlich damit auch befassen, im Kern auch wiederum auf so eine IHRA-Definition, die, ja, die absolut hirnrissig ist aus meiner Sicht und schwierig ist auf Dauer, als Grundlage einer Repression zu machen. Also, weil das dann natürlich Tür und Tor aufmacht für alle möglichen antidemokratischen Repressionen. Ich meine, sind sowieso nie davor gefeit, aber hier werden ganz klar am Ende Antisemitismus als Waffe verwendet. Es wird Kontaktschuld als Waffe verwendet. Also wenn du mal mit jemandem gesprochen hast, der irgendwie BDS unterstützt, bist du selber schon Antisemit. Das Thema Islamismus, sofern eine Organisation Widerstand leistet, die irgendwie sich auf den Islam positiv bezieht, dann bist du schon Islamist. Dann wird schon alles als Terrororganisation gebrandmarkt, was legitimen Widerstand leistet. Die Distanzierung wird immer von vornherein erwartet von Personen, die sich zu diesem Thema auseinandersetzen. Also man muss sich schon vorher von Antisemitismus, von Terrorismus, von irgendwas distanzieren, bevor man überhaupt das Recht bekommt, über sowas zu sprechen. Und ja, am Ende ist dann halt sehr einfach. Jede Form von Kritik am Staat Israel ist antisemitisch und so versucht sich es dann in Deutschland natürlich die bürgerliche, ja, aber auch, also der bürgerliche Staat, aber auch der Grundkonsens durchzusetzen. Wir sind grundlegend solidarisch mit Israel und da müssen wir auf jeden Fall dem einiges entgegensetzen können. Ja, du sagst, das ist widersprüchlich. Ja, klar, ich denke in der Argumentation natürlich. Und es provoziert auch Widerspruch, wie Clara gesagt hat. Also auch, denke ich, bis hinein in Teile des liberalen Spektrums, denen es dann irgendwann vielleicht doch zu weit geht, wenn irgendwie alles als antisemitisch irgendwie bezeichnet wird. Aber ich glaube, eigentlich das, was du gerade beschrieben hast, zeigt ja, dass dieses ganze Thema Palästina auch innenpolitisch einfach eine sehr wichtige Rolle spielt, eben zur Legitimierung von Repression gegen eigentlich linke Grundpositionen grundsätzlich, also nicht nur Repression, sondern dann auch Ächtung, ne? Also sagen, wenn es um Israel geht, ich meine, das sehen wir jetzt in der Ukraine, haben wir es aktuell auch ähnlich, da kann man plötzlich nicht mehr gegen Waffenlieferungen sein, da kann man nicht mehr gegen Kolonialismus sein, da kann man nicht mehr gegen Rassismus sein, sonst ist man nämlich selber die ganze Zeit permanent Antisemit. Wir haben ja gesehen, was das mit der politischen Linken in den letzten Jahrzehnten in Deutschland gemacht hat. Und ich glaube auch gerade, dass das Clara vorhin schon angesprochen hat, diese Repression gegen Migranten, das muss man sich, glaube ich, auch nochmal genauer anschauen, weil in die Erzählung gehört auch rein, wo hat es denn eigentlich angefangen? Es hat schon in den frühen 70er Jahren angefangen, ne? Also nachdem das Kommando Schwarzer September als Vergeltung eben für die Vertreibung der Palästinenser dann aus Jordanien die Olympiamannschaft, die israelische, in München als Geisel genommen hat.
Danach wurden, soweit ich weiß, mehrere hundert Palästinenser damals abgeschoben. Also Massenabschiebungen haben da erstmals eigentlich in der Form in der BRD stattgefunden. Es wurde die Visumspflicht für die arabischen Länder eingeführt. Im Jahr darauf wurde dann der Anwerbestopp verhängt. Also ich glaube, auch wenn wir uns die Geschichte von migrantischen Kämpfen in Deutschland, also Kämpfen, die ja immer gegen Rassismus, gegen Kolonialismus und die Auswirkungen von Kolonialismus und Neokolonialismus waren, wenn wir uns das alles anschauen und wie der Staat damit umgegangen ist, dann hängt es sehr eng mit der Palästina-Frage, glaube ich, zusammen und mit den Kämpfen der Palästinenser hier. Und genau, das hat einfach schon eine längere Geschichte, die wir uns, glaube ich, auch tatsächlich bewusst machen müssen, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Weil zwischen 72 und heute liegen ja ein paar Jahrzehnte, und in diesen Jahrzehnten ist ja sowohl in Palästina einiges passiert, als auch, oder in der ganzen Palästina, im ganzen Palästina-Komplex, als auch in den Migrationskämpfen hier in Deutschland, in den Fortschritten, die da erkämpft wurden, vielleicht auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch der ja vor allem Abschaffung des Asylrechts und den Angriffen auf die Rechte und die Organisierung von Migranten. Ja, volle Zustimmung. Das ist wirklich ein großer Zusammenhang, der wo viele Fäden gerissen sind. Und zwar einerseits auf dem Gebiete des Wissens, ja, also dass man so überhaupt weiß, was passiert ist und was es alles gab von Repression und so weiter und so fort, aber auch von einer Kultur, einer politischen Kultur, in der so etwas wie politische Prozesse, die geführt wurden, Teil der Gesamtapparat sozusagen waren, die ja dazugehört haben, wenn man politische Kämpfe geführt hat, eben nicht einfach nur Kundgebung zu machen und dann schnell wieder nach Hause zu gehen. Und ich sag mal, es hat sich ziemlich viel verändert, auch dieses gerade heraus mit offener Brust, sagt man ja, draußen stehen und dazu stehen, was man sagt, und das offen heraus auszusprechen. Rassan hat das so schön gesagt, ne? Man hat Angst vor all den Dingen, weil natürlich all diese Repressionen und all diese das Klima sozusagen der Mundverbote und so weiter und unter dem Druck auch noch Antisemit sein zu können, ne? Also diese Art der Diffamierung stattfindet, dann traut sich einfach keiner, da rauszugehen und zu sagen, ich sag das jetzt aber und ne. Es ist aber nicht nur eine individuelle Frage. Es ist tatsächlich ja so, dass die Netzwerke und eine politische Bewegung, die einerseits mit Klarheit, also wirklich inhaltlicher Klarheit sagen könnte, warum der Slogan From the River to the Sea, Palestine will be free, ein gerechtfertigter und richtiger Slogan für die palästinensische Bewegung und für den Widerstand ist und kein Weg daran vorbeiführen wird, ein freies Palästina vom Fluss bis zum Meer zu erreichen, als genau diesen Slogan immer wieder hochzuhalten. Das muss man vertreten können. Man muss sehr, sehr gut alle diese Aspekte, die Rassan vorhin aufgemacht hat, ne? Was ist ein jüdischer Staat eigentlich? Was ist dieser Siedlerkolonialismus? Was heißt Existenzrecht überhaupt einer Besatzungsmacht, wenn man davon spricht? All diese Dinge muss man verstanden haben und man muss sie vertreten können und man muss es vertreten wollen. Und dann kann man einen politischen Prozess führen. Und was wir sagen können ist, es war in Mannheim nicht möglich, das hat jetzt verschiedene Gründe. Die Bewegung ist dafür nicht reif genug. Es gibt nicht genügend Austausch und der politische Wille, der sich erstmal formieren muss, hat sich noch nicht formiert. Deshalb kann auch ein junger Aktivist, der da wahrscheinlich noch gar nicht all diese Probleme und all diese Sachverhalte, sage ich mal, wissen kann und die ganze Geschichte auch noch dazu, gar nicht vertreten. Insofern ist aber ein Freispruch, der ja dort, wenn ich es richtig verstanden habe, gesprochen wurde, gar nicht so sehr im Sinne unserer, also es ist jetzt einfach passiert und es ist auch voll zu gut, dass das ein junger Aktivist freigesprochen wurde. Das ist nicht der Punkt, sondern grundsätzlich sollte es nicht für die Bewegung das Ziel sein, dass sie
mit solchen Urteilen aus der Sache rausgehen, sondern es muss das Ziel sein, dass wir dazu in die Lage uns selbst in die Lage versetzen und die gesamte Bewegung damit, argumentativ politische Prozesse führen zu können und die gerichtlichen Instanzen eins nach dem anderen sozusagen nach oben zu erklimmen, um Präzedenzfälle zu schaffen. Mit dem Wissen, dass natürlich immer alles verloren gehen kann, ist ja klar. Das ist ja, also man geht in keinen Kampf rein, schon mit dem hundertprozentigen Wissen und der Garantie in der Hand, dass man am Ende des Tages gewinnen wird, wenn das so ist. Also wenn es solche Vorstellungen gibt Kampf, dann möchte ich dann doch enttäuschen. Also natürlich kann es sein, dass man trotzdem eine Niederlage erleidet und dann muss man sehen, was passiert, wenn das passiert. Aber auch das ist ein Teil der politischen Kultur, der sich verändert hat. Und ja, ich möchte auf jeden Fall eine sehr starke Lanze dafür brechen, dass wir da unsere Aufgabe auch da drin erkennen. Ja, diese Argumente sehr gut auseinander zu klamüsern, deutlich zu machen, worum es geht, wie man einen solchen Prozess führen kann und natürlich die Vernetzung, daran mitzuwirken. Ich denke, es gibt viel Anstrengungen gerade bundesweit, aber daran mitzuwirken, dass es eine Vernetzung gibt, dass das verschiedene Teile der Bewegung ja zueinander finden und miteinander gemeinsam sich vorbereiten auf solche Prozesse. Ja, absolut. Also ich denke mal auch, dass das auf jeden Fall gut war, dass dieser junge Aktivist da freigesprochen wurde. Ich kann nur vielleicht mal sagen, wie ich mir das eigentlich gewünscht hätte, wie dieser Prozess hätte ablaufen müssen. Also was hätte nicht, was vielleicht viel besser gewesen wäre, wenn man ihn denn politisch hätte führen wollen, wäre, wenn man sich eben nicht von diesen einzelnen Organisationen distanziert. Ich meine, der Angeklagte hat es getan, er hat sich von der Hamas distanziert und von der PFLP wusste er nichts. Das glaube ich sogar. Also viele junge, solidarische Menschen in Deutschland kennen sich sehr wenig mit der Historie um Palästina auch tatsächlich aus, auch mit den einzelnen Organisationen und Strukturen, beziehen sich meistens auf irgendwelche Menschenrechtsorganisationen, die die Lage in Palästina sehr kritisch beäugen und sie als Apartheidssystem und Apartheidsstaat, also Israel dann als Apartheidsstaat definieren. Und es ist deswegen auch schön überhaupt, dass junge Aktivistinnen und Aktivisten dann sich solidarisch zeigen. Und wichtig wäre aber dann, sich dann weitergehend, wie es schon Clara gesagt hat, sehr damit auseinanderzusetzen. Auch weil gerade, und das war mein Eindruck, die Rechtsprechung da sehr uneindeutig ist, weil also wäre die Richterin eigentlich in allen Punkten der Staatsanwaltschaft gefolgt ist, ja, es ist schon ein terroristischer Spruch und da ist ja eine gewisse Nähe zu diesen Organisationen und die sind ja von der EU verboten und der Verfassungsschutzbericht sagt ja, das sind alles keine Rechtsgrundlagen. Das wissen die auch. Also aktuell bewegen sie sich auf sehr dünnem argumentativen Eis. Und es wäre durchaus interessant, dass man höhere Instanzen zu bringen, also mal auf Verwaltungsebene erstmal eine Niederlage zu kassieren, um zu sagen, okay, wir gehen in Revision, um dann mal zu gucken auf höherer Ebene, wie weit es dann tatsächlich argumentiert werden kann und wie abstrus es dann auch wird. Also es war ja jetzt schon sehr abstrus in Mannheim der Fall. Und selbst wenn man dann diese Niederlage in letzter Instanz oder in vorletzter Instanz hat und dadurch einen Präzedenzfall geschaffen hat, der ihr von Nachteil ist, zeigt sich aber dann tatsächlich die wirklich repressive Fratze dieses Staates. Weil bisher kann er ja sich hinstellen und sagen, ja, es ist alles von der Meinungsfreiheit gedeckt und es ist ja nicht so, dass wir Menschenrechten oder Aktivisten für Menschenrechten einen Maulkorb anlegen. Aber dann wird er es tun. Dann muss er es tun und zugeben, dass er eigentlich repressiv für seine Klasseninteressen und gegen die Interessen der palästinensischen Bevölkerung, der palästinensischen Diaspora, aber in letzter Linie eigentlich, und darum geht es mir auch, finde ich, sollte man auch nicht vergessen, ist gegen die gesamte linke Bewegung, die nicht in der Lage sein wird, sich mit internationalen Konflikten auseinanderzusetzen, sich nicht mehr solidarisieren kann, weil sie einfach ihren antiimperialistischen Charakter komplett zerlegt bekommt. Durch zum Beispiel
den Zusammenhang mit, ja, im Ausland und hier, das sind auch Terrororganisationen. Ja, das sind keine Terrororganisationen, das sind Widerstandsgruppierungen. Sie kämpfen gegen gegen sich international formierende imperialistische Staaten. Gegen den US-Imperialismus, gegen den deutschen Imperialismus. Und das passt ihnen natürlich in Deutschland nicht. Und den Zusammenhang muss man verstehen, wenn man sich für die palästinensische Bewegung einsetzt oder für den nationalen Befreiungskampf. Da muss man verstehen, dass dieser nationale Befreiungskampf dezidiert gegen den deutschen und gegen den US-Imperialismus agiert. Das ist nicht, weil das deren innerstes Ziel ist, sondern weil deren Existenz davon abhängt, also die Existenz der Palästinenser. Und für uns sollte es das Mindeste sein, dass wir hier ganz offen dafür einstehen, dass der deutsche Imperialismus da seine Interessen halt nicht zu verteidigen hat. Ja, volle Zustimmung. Ja. Ja. Ja, ich würde vielleicht einmal abschließend nochmal den Bogen schlagen zu etwas, was vorhin schon mal einmal gesagt wurde, nämlich der Klärungsprozess. Ich glaube auch, das ist hier, zeigt sich auch wieder, dass das absolut notwendig ist. Und ich glaube, da müssen wir als KO auch einfach eine gewisse Selbstkritik leisten, in dem Sinne, dass wir, glaube ich, das Potenzial eigentlich hätten, zu dieser Palästina-Frage, zu dieser ganzen diesem ganzen Komplex, was wir gerade angesprochen haben, und es hängt ja noch einiges mehr dran, dass wir da schon außer diesem Podcast und diesen paar Stellungnahmen eigentlich mehr hätten leisten können in der Vergangenheit. Und zwar, dass wir diese Diskussion intensiver auch bei uns führen, dass wir da auch eigentlich eine grundsätzliche Position, also solche Grundpositionen, wie das die MLPD gemacht hat, aber eben in eine ganz andere Richtung, hoffe ich, gehe ich mal von aus, inhaltlich, und die dann tatsächlich auch damit in die Bewegung reinwirken können und hoffentlich wichtige Impulse setzen können. Das würde ich mir auf jeden Fall aus dieser Runde nochmal mitnehmen, dass das etwas ist, was wir auch im Zuge unserer aktuellen Imperialismus- und Anti-Imperialismus-Diskussion ja, auch vielleicht müssen. Noch mal viel mehr mit den internationalen Kräften, auch Parteien international mehr in Kommunikation kommen, die Diskussion aufzumachen und das Thema nicht, ich sag mal, irgendwie hinten bei Sonstiges immer runterfallen lassen, sondern das muss eigentlich ein Thema sein, an dem man erst angefangen vielleicht bei den Parteien, die direkt auch davon betroffen sind, also von palästinensischen kommunistischen Parteien bis hin zu den Nachbarstaaten, den arabischen Staaten und so weiter, der gesamten Region Westasien einerseits, aber auch natürlich international in vor allem unter den Solidnet-Parteien eine Diskussion dazu aufzumachen, ob man denn einen Schritt weiterkommen möchte. Das, denke ich, ist auch ein Teil des Klärungsprozesses und da können wir definitiv vielleicht im Hinblick auf den nächsten Kommunismuskongress auch das Thema auf die Tagesordnung setzen. Ja, das dem habe ich nichts zuzufügen. Dem kann ich nur zustimmen. Ich finde das sehr, sehr wichtig. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall, dass ihr heute dabei wart. Ja, danke. Ja, danke auch. Und ich bin sicher, wir bleiben dran, werden uns auch in dieser Runde vielleicht nochmal treffen. Und genau, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Free Palestine. Free Palestine. Tschüss. Ciao. Kommunistische Organisation. Podcast.